Soll ich jetzt noch klatschen oder ist eh alles vorbei? Ja, klatsch mal vor deinem Gesicht. Oh. Dein Wurstgesicht. Wo ist, wo ist diese? Klatsch mal in dein Gesicht? Nee. Okay. Willkommen zu meinem Format Kleine Füße, große nostalgische Gefühle. Denn, obwohl nein, wir gucken uns erstmal meine Schuhe an. Und zwar die Puma von Ronnie Fike, Sakura Pack. Ich hatte ja letztens die hellen an. Richtig schöner Schuh. Oh, Moment. Das überfordert mich. Ich fand die richtig schön. Die landeten, glaube ich, sogar im Sale. Ich glaube, ganz viele haben gesagt, ah, nee, ich finde den Schuh nicht so gut und so. Und dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt erst recht. Aber, kleine Randnotiz, jetzt mal eine Frage. Wir sind uns doch alle einig, dass Ronnie Fikes Freundin richtig hübsch ist, oder? Richtige Granate. Ich habe noch nicht rausgekriegt, ob sie Instagram hat. Er macht ab und zu Bilder von ihr. Falls ihr irgendwie schon mal gestalkt habt und wisst, wie sie heißt, drunter schreiben. Kommen wir jetzt aber zu den Schuhen, die jetzt rausgekommen sind. Und wir fangen an mit dem Jins. Jetzt denken sich alle, okay, kenne ich nicht. Was ist Jins? Jins ist eine Schuhmarke. Und die haben zusammengearbeitet mit Licky Boom Boom Down. Das ist eine, es ist ein Blog und auch, die machen auch Klamotten, ne? Soweit ich weiß. Und jetzt kommen wir zu dem Schuh an sich. Der ist rot und Thema waren diesmal, Thema waren diesmal die 90er. Also hier ist 1990, habe ich die richtig? Ja. In Leopard finde ich eigentlich richtig gut, dass das so durchgezogen wurde und ich finde auch 90s ein bisschen schwierig, also das Thema an sich, ohne dass man komplett abdriftet in Trash, sieht man dem Schuh nicht an. Was ich schön finde, ist auch hier die Sohle. Kurz mal anschauen. Und das Logo ist hier auch nochmal zu sehen. Licky Boom Boom Down. Und das ist aber noch nicht alles. Hier ist einiges drin, habe ich vorhin gesehen. Da hätten wir, falls einem das mit dem Rot ein bisschen zu langweilig ist, einfach die Laces nehmen. Huch. Aber da kommt noch einiges. Sticker und, hallo, was habe ich denn da entdeckt? Oh, da ist noch was. Ja, okay, ist jetzt nicht so sexy. Gucken, zoomen wir einfach noch mal ran. Und hier diese Teile, die kennen wir doch aus den 90ern. Also haben sich Mühe gegeben. Oh, ich krieg's nicht mehr ab. Okay. Und noch so ein Pin-Ding. Ich glaube, das war's. Ist ein bisschen wie so eine Wundertüte, ne? Kennt man ja auch aus den 90ern. Schuh an sich top. Was ich richtig gut finde, ist, der Schuh kostet nur, ich rede eigentlich nie über den Preis, aber der Schuh kostet nur 90 Euro. Das heißt, man kann sich es auf jeden Fall leisten, auch wenn man nicht so viel Geld hat. Richtig guter Job, Sneaker Bob, falls du zuguckst. Nicht schlecht. Dann kommen wir zum nächsten Schuh und die Marke kennen wir auf jeden Fall. Nike, der Air Jordan, der 7er und das ist ein GG Special. Das heißt nichts anderes als, diesen Schuh gibt es nur für Frauen. Und da werde ich also automatisch hellhörig. Was kann man zu dem Schuh sagen? Er erinnert ein bisschen an den 10er Jordan. Schwarze Sohle, weißes Upper. Auf der Packung stand was von Fuchsia und Glow. Fuchsia kann ich nachvollziehen, Glow kann ich bei diesem Schuh nicht finden. Wir haben vorhin schon geguckt, ob das hier irgendwie so eine Glow-in-the-Dark-Geschichte ist. Ist es nicht, es ist einfach nur grau. Das finde ich ein bisschen schade. Also erhofft euch jetzt nicht, dass hier irgendwas special-mäßig glänzt im Dunkeln oder so. Aber ich finde den Schuh richtig gut und ich überlege ehrlich gesagt schon die ganze Zeit, ob ich ihn mir holen soll. Ich bin ja bei Jordans immer so ein bisschen eher, ich sag eher nein als ja, weil die immer so groß aussehen, wenn man sie anhat. Aber wir werden gleich mal bei den On-Feeds gucken, wie es aussieht. Und wenn der mich gleich überzeugt, dann hole ich mir den auf jeden Fall. Ansonsten kann man nur sagen, Colorway finde ich richtig gut. Auch hier
auf der Sohle und die 23 hinten. Und ja, Simon meinte vorhin, das ist so ein Nicki Minaj-Schuh. Muss ich ihm recht geben. Stimmt schon irgendwie. Ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass bei Frauen automatisch immer so in dieses Rosa und Pink und Lila gegangen wird. Man kann auch mal einen Frauenschuh rausbringen, der eben nicht so klischeehaft in die roten Töne geht. Aber ansonsten, ich meine, okay, sie haben mich gecatcht, ich will ihn haben. Also alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Schuh die Woche und zwar zum Puma. Und es ist nicht irgendein Puma, es ist der Fenty. Ich zeige das euch mal. Ich finde nämlich die Verpackung relativ schön gemacht. Warum Fenty? Rihanna heißt mit Nachnamen Fenty, habe ich mir sagen lassen, stand im Internet. Ich weiß nicht, warum sie jetzt darauf kam, ihren Nachnamen zu nehmen. Das ist ein bisschen wie mit Rappern, die dann sagen, ich werde ein persönliches Album rausbringen und dann heißt das Album dann halt so, wie sie heißen. Was weiß ich, Sido, Paul, sehr persönlich. Auf jeden Fall kommen wir jetzt aber zu dem Schuh. Dieser Schuh ist leider überall ausverkauft. Vielleicht habt ihr Glück ab und zu. Ich habe den jetzt irgendwie auch durch Zufall gekauft. Das war irgendwie die letzte Größe, die sie hatten und der hat auch gepasst. Ansonsten, ich stelle den jetzt aber vor, weil ich ganz genau weiß, dass im November, glaube ich, nochmal die Creepers rauskommen. Das ist übrigens ein Creeper und da muss ich auch noch dazu sagen, ich habe ganz oft im Internet gelesen, dass viele geschrieben haben, Rihanna hat den Creeper erfunden. Die hat den Creeper nicht erfunden. Creeper ist eigentlich nichts anderes als diese Sohle, die so ein bisschen geriffelt ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Creeper-Sohle halt. Also keine Erfindung von Rihanna, sie hat einfach nur das aus dieser Punk-Kultur genommen, beziehungsweise Rockabillys tragen eigentlich immer Creepers. Ich kenne das zumindest aus meiner Rockabilly-Phase. Aber was ich dazu sagen muss, viele sagen ja, dass die Sohle so ein bisschen too much ist wegen dem Plateau. Aber wenn man das mal vergleicht, ja, ein paar Millimeter höher, aber ist jetzt nicht schlimm. Manche sagen, dass die Sohle aussieht wie ein Tortenboden. Ja gut, wenn man einen Schuh irgendwie vernichten will, dann kann man das immer. Ich finde den Schuh auf jeden Fall wahnsinnig schön und mir ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele Mädels, die mit Sneakern eigentlich nichts zu tun haben, unbedingt diesen Schuh wollten. Deswegen, kleiner Reminder, im November kommen neue Farben. Ich weiß nicht genau was, angeblich oben rosa, aber das Internet kann einem viel erzählen, deswegen wir lassen uns einfach überraschen und wenn es dann soweit ist, stelle ich den bestimmt auch nochmal vor und ihr wisst auf jeden Fall, dass ihr nicht leer ausgegangen seid, wenn ihr jetzt noch gar keinen habt. Das war's auch mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video von mir. Und meine Frage ist, habt ihr den Puma gekriegt? Wart ihr einer der Glücklichen, die die gekriegt haben? Es gab auf jeden Fall ganz viele, aber irgendwie habe ich ganz oft gelesen, dass viele traurig waren, weil die das nicht so richtig mitbekommen haben. Wie gesagt, im November kommt was Neues. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon einen besitzt. Und ja, bis dann. Tschüss.